In der Sparte Bestes Grafikkonzept hat die Jury drei ganz unterschiedliche Kalender nominiert. Der argentinische Illustrator Pablo Lobato konzentriert sich in dem Ackermann-Kalender Legends auf die markanten Gesichtszüge von Popmusikern. Kubismus trifft Karikatur, ein grimmig rauchender David Bowie. Eine nachdenklich schauende Patti Smith oder ein versonnen grinsender John Lennon. Ein Galaxienpaar, der Tod eines Sterns oder gar das gesamte Sonnensystem. Das macht Chris Wormel durch seine vereinfachten Illustrationen greifbar. Das Planetarium vom Dumont Kalenderverlag gibt astronomische Erläuterungen. Die Bilder haben jedoch ihren ganz eigenen ästhetischen Reiz, der die Sphären sachlicher Nüchternheit deutlich verlässt. Wie unterschiedlich man sich ein und demselben Gesicht nähern kann, das machen 12 Künstlerinnen an der mexikanischen Malerin Frida Kahlo deutlich. Netsch etwa zeigt im Stil eines surrealistischen Max Ernst eine selbstbewusst rauchende, Entschlossenheit ausstrahlende und den Betrachter fixierende Schönheit. Florent Baudard montiert im Stil der AEZ-Zeitungsreportagen der 20er Jahre ein Foto einer suchenden, unsicher, fast schüchtern wirkenden Frida Kahlo. Susanna Miranda offeriert in zarter Aquarelltechnik ein fragendes Gesicht mit dem Anflug eines Lächelns. Fast kann man hier beim Denken zuschauen. Oder ein letztes Beispiel, die Niederländerin Linda van Bruggen reduziert mit wenigen Linien holzschnittartig im Stil retrospektiver Plakatkunst und zeigt eine androgyne Figur, der ihr Kultstatus schon zu viel wird. Die Jury haben das Arrangement und die Ausdrucksfülle der 12 Künstlerinnen überzeugt. Der Frida Kahlo Kalender erhält den Kalenderpreis in der Sparte Bestes Grafikkonzept.